Ich finde das problematisch, weil die Leute wollen ja eine Anerkennung für das, was sie geleistet haben. Und zwar in täglicher Auseinandersetzung durch die Chefs, indem die Chefs sagen, das ist gut, das ist schlecht. Die Leute wollen, dass man sich mit ihrer Arbeit auseinandersetzt. Und sie wollen für das, was sie geleistet haben, einen Lohn bekommen. Mhm. Und ich denke, ein quasi auf Vorrat geleisteter Lohn, der an keine Leistung gebunden ist, würde alles auf den Kopf stellen und würde viele Leute auch überfordern. Ist das bei Ihnen auch so? Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wenn ich denke, dass ich jetzt einfach quasi à fonds perdu 2500 Franken erhielte, ich müsste mir sehr viele Gedanken machen, wie ich damit umgehen würde. Ob ich am Schluss sehr viel mehr anders machen würde als heute, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Was ich damit sagen will, Freizeit, Lehrräume auszuhalten, sinnvoll zu gestalten, ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und das hat nichts mit einem zynischen Menschenbild zu tun. Ich glaube, es hat mit einem realistischen Menschenbild zu tun, dass einfach nicht alle Leute in der Lage sind, noch mehr Freizeit sinnstiftend eine Struktur zu geben. Es ist auch so, dass in der Freizeit tatsächlich viele persönliche Probleme hochkommen. Das ist statistisch erwiesen. Viele Beziehungsdelikte, viele Familiendramen finden an Wochenenden, an Feiertagen, über Weihnachten statt. Ich sehe die menschlichen Aspekte, das persönliche Empfinden der Leute. Ich habe das nicht erfunden, dass viele Leute Probleme haben, wenn sie nicht mehr Erwerbsarbeit leisten dürfen. Also das eklatanteste Beispiel ist der Arbeitslose. Wie viele Leute stürzen in eine Sinnkrise, wenn sie arbeitslos werden? Also wenn das kein Problem wäre, hätten wir all diese Fälle nicht.